Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht es ganz kurz um den heute gestarteten Cyber Monday auf Amazon. Es ist ein kurzes Informationsvideo, da wirklich sehr, sehr gute Angebote dort vorhanden sind. Und lasst uns erstmal erklären von Alexa höchstpersönlich, was der Cyber Monday eigentlich ist. Alexa? Cyber Monday. Cyber Monday ist der Montag nach Thanksgiving. An diesem Tag bieten Online-Händler große Warenrabatte an. Dieser Tag ist einer der umsatzstärksten des Jahres. So, wie ihr gehört habt, betrifft es nicht nur Amazon, sondern allgemein Online-Händler weltweit nach dem Thanksgiving-Fest aus den USA. Und ich beschäftige mich natürlich sehr, sehr viel mit Amazon. Und deshalb habe ich für euch die besten Angebote, meiner Meinung nach, im Bereich Smart Home bzw. Amazon Echo. Insbesondere der Amazon Echo Dot kostet nur 34,99 € statt den üblichen 59,99 €. Und noch dazu kommt, man kann für nur 9,99 € eine TP-Link HS100 Steckdose dazu bestellen, sprich beide Geräte für nur ca. 45 € inklusive Versandkosten, sprich mit kostenlosem Versand, anstatt den üblichen 30 € alleine für die Steckdose. Die Steckdose HS100 bzw. HS110 habe ich übrigens ein paar Videos voraus schon mal ein kurzes Unboxing und Review gemacht und wie man die installiert. Ich habe die jetzt schon seit einigen Monaten und bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit diesem Gerät. Es ist wirklich Preis-Leistung 1A für nur 10 € stattdessen, also anstatt den 30 € wie üblich. Leute, schlagt zu und wenn ihr Leute in eurem Bekanntenkreis habt, die nur den Echo Dot haben möchten, drückt denen 10 € in die Hand und bestellt die Steckdose einfach mit, weil wie gesagt, ihr könnt sie heute auch für 10 € kaufen. Und ab nächste Woche, wenn der Cyber Monday zu Ende ist, gut und gerne für 20 bis 25 € im Neuzustand weiterverkaufen. Das ist der Tipp von mir, so werde ich es natürlich auch machen. Deshalb möchte ich meine Tipps sozusagen mit euch gerne teilen. So, an zweiter Stelle steht der Echo Plus mit integriertem Smart Hub, auch in der Farbe Gold erhältlich mittlerweile, so hat eine schöne Metalloptik. Und er kostet 119,99 € statt den üblichen 149,99 €. Noch dazu bekommt ihr eine Philips Hue Glühbirne mit der Fassung E27. Und die kriegt ihr einfach gratis dazu. Natürlich auch leider nicht mit einer Verbindung der Hue Bridge. Die müsst ihr natürlich euch selber ordern. Aber da der Echo Plus ja einen integrierten Smart Hub sozusagen drinnen hat, braucht ihr natürlich die Philips Hue Bridge nicht. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Deshalb wahrscheinlich auch der Hintergedanke von Amazon, dass sie euch diese Glühbirne, um euch sie ein bisschen schmackhaft zu machen, beziehungsweise dass sie Blut leckt, natürlich dazu geschenkt. So, an dritter Stelle der Echo der zweiten Generation. Für mich ein wirklich sehr, sehr schönes Gerät mit der Stoffoptik und so weiter. Für 79,99 € statt den üblichen 99,99 €. Und ja, wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. Natürlich die Holzoptik und die Metalloptik kosten natürlich nur 89,99 € statt den üblichen 110 €. Aber ja, wie gesagt, ein Schnäppchen, wenn ihr nicht unbedingt zwei oder drei Geräte kaufen möchtet, da werden sie natürlich günstiger. Aber wenn ihr jetzt nur ein Gerät kaufen möchtet und keinen zweiten findet, der es auch möchte, dann sind 80 € wirklich tipptopp. So, zuletzt muss ich schon mal vorweg sagen, der Echo Show kostet leider noch 219,99 €. Und da hat sich am Preis nichts getan bisher. Vielleicht die kommenden Tage. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, falls sich was ändern wird. Aber er kostet so nach wie vor gleich. Aber das Angebot, wenn ihr zwei kauft, dass ihr sozusagen nur 340 anstatt 440 € zahlt, sprich 170 € pro Gerät, das besteht natürlich weiterhin. Und das ist der Tipp von mir. Sucht euch einen zweiten, der auch ein Echo Show haben möchte. Kauft zwei, ihr bezahlt 170 pro Gerät, könnt das andere Gerät für 170 € weitergeben. Oder ihr kauft einfach zwei und verkauft das andere Gerät für entweder 170 € oder 200 €. Das sind immer noch 20 € unter Marktwert. Und ja, das ist der Tipp von mir. Natürlich waren es jetzt in meinem kurzen Video nur Amazon Echo Geräte. Ihr könnt einfach mal auf Amazon stöbern. Da werdet ihr noch super andere Angebote finden. Nicht nur aus dem Bereich Smart Home und Technik, sondern auch ganz andere Bereiche, falls ihr an so etwas interessiert seid. Ich verlinke natürlich die Amazon Echo Geräte in meiner Videobeschreibung, wie immer. Wäre schön, wenn ihr sie von diesen Links kauft, um mich dadurch zu unterstützen. Und ja, wie immer an dieser Stelle, würde mich über den Daumen hoch von euch freuen. Natürlich, wenn ihr Abonnent von mir werden würdet und die Glocke alarmieren würdet, um weiterhin auf meinem Kanal nichts zu verpassen. So, dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.